Stellen Sie sich vor, ich würde Sie fragen, kann ich Ihnen helfen? Und das wär's. Keine weitere Erklärung, kein weiterer Kontakt. Genau das passiert gerade in Ihrem Möbelhaus. Kann ich Ihnen helfen, ist eine Art der Ansprache, die mehr Umsatz vernichtet hat als alle Wirtschaftskrisen zusammen. Diese Art der Ansprache führt dazu, dass maximal 7 von 10 Kunden angesprochen werden. Die anderen werden überhaupt nicht kontaktiert, weil der Verkäufer so viel schlechte Erfahrungen mit Kontakt gemacht hat, dass er gelernt hat, zu versuchen, die Kunden vorher schon einzustufen. Der kauft bestimmt nicht und der sieht so aus, als ob ich ihn kontakten sollte. Das heißt, von 10 Besucherpartien werden überhaupt nur 7 angesprochen. Die werden jetzt aber überwiegend angesprochen, mit kann ich Ihnen helfen. Das heißt, wird in den ersten paar Sekunden ein Beratungsangebot gemacht und über das Geschäft geredet. Das ist in Deutschland nicht üblich und es wird deswegen normalerweise mit vielen Dank, ich möchte erst mal alleine schauen, beantwortet. Das heißt, weniger als die Hälfte der kontaktierten Menschen lässt sich auf ein Beratungsgespräch ein. Das bedeutet, typischerweise lassen nur 30% der Besucher überhaupt den Möbelverkäufer seinen Job machen, sagen ihm, was sie eigentlich wollen, weswegen sie gekommen sind. Alle anderen laufen durch wie Geheimagenten und sagen nachher, bei Möbel sowieso gibt's nicht das, was du brauchst, geh lieber gleich zu Großfläche. Und die sagen auch, die Verkäufer sind nervig. Wenn dann mal ein Beratungsgespräch stattfindet, dann endet sie oft als Museumsführung. Das heißt, ohne genaue Bedarfsermittlung werden Sofas gezeigt oder wird eine Küche geplant. Und das sorgt dafür, dass der Kunde viel zu viele Modelle sieht, am Ende völlig verwirrt ist und am helllichten Tage behauptet, schlafen gehen zu wollen und das Haus verlässt. Der geht aber nicht schlafen. Ich sag Ihnen, wer Ihr größter Konkurrent ist, ohne Ihr Haus zu können. Der größte Konkurrent ist die lange Bank. Ein verwirrter Kunde entscheidet nicht. Die meisten Wiederkommer, die nicht wiederkommen, verlieren sie an die lange Bank. Die kaufen erstmal überhaupt nichts, denn wir verkaufen Luxusgüter. Die Leute sitzen zu Hause nicht auf Apfelsinenkisten, die kochen nicht auf offenem Feuer, sondern die haben schon ein Sofa und die haben auch eine anständige Küche. Wir decken keinen Bedarf, sondern wir wecken Bedürfnisse. Das ist das, was wir tun, denn wir verkaufen Luxusgüter. Und dafür brauchen Sie einen Verkaufsprozess.